Hallihallo, herzlich willkommen liebe Zuschauer, HiFi-Crackpot-Freunde und Hilfesuchende. Dieses Tutorial soll ganz kurz erklären, was ARC in Bezug von HDMI ist und wie es nutzt und anschließt. Und zwar ARC steht für Audio-Rückkanal, was ein ziemlich cooles Feature ist. Das bedeutet nämlich, dass wenn euer Fernseher und euer AV-Receiver diese Funktion hat und unterstützt, dass ihr über das HDMI-Kabel, wo vom Verstärker normalerweise das Bild zum Fernseher hingeht, dasselbe Kabel von beiden Geräten genutzt wird, um jetzt den Ton vom Fernseher zum Verstärker zurückzuführen. Das heißt, ihr braucht nichts umstecken. Das Kabel, was ihr bereits installiert habt, übernimmt einfach in umgekehrter Reihenfolge dieselbe Funktion, und zwar Ton weiterleiten bzw. Bild. Das ist ein ziemlich cooles Feature. Was ihr dazu verkabeln müsst bzw. einstellen müsst eventuell in euren Endgeräten, das zeigen wir euch nun. Ja, an dieser Stelle ist halt wichtig, dass euer Fernseher hier, wie zu sehen, hier auch ein HDMI in ARC-Kanal verfügt. Das ist dieser Audio-Rückkanal, dafür steht das Ganze. Und dort kommt einfach ein HDMI-Kabel rein. Nun haben wir den Fernseher verbunden, gehen zum AV-Receiver und verbinden den dementsprechend. Bei meinem Pioneer-Verstärker ist der ARC-Kanal auch der Output. So dass ich sag mal, in den Output ganz normal, wie gewohnt, mein HDMI-Kabel reinstecken kann. Und das war's. Also hier beim Verstärker in den Output oder in den extra markierten ARC-Kanal reinstecken und im Fernseher in den ARC auch verbinden, sodass die beiden Kanäle miteinander verbunden sind. So, an dieser Stelle, wenn ihr es verbunden habt, beide Geräte sind an, geht ihr in das Menü von eurem Verstärker. Dort gehe ich in die Grundeinstellungen rein, gehe runter zum HDMI-Setup. Und hier sollte bei euch, damit der Audio-Rückkanal funktioniert, hier unten bei TV-Audio über HDMI aktiviert sein. Denn dann kann erst der Ton auch wieder zurück vom Fernseher zum Verstärker laufen. Also auf dem Input-Kanal von eurem Fernseher könnt ihr nun hier zwischen den unterschiedlichen Eingangsquellen wählen. Antenne, HDMI, da kommt aktuell das Signal an. Und hier oben bei Lautsprecher ist das so, dass ich sagen kann, okay, mit einem Klick nach rechts oder links, hier, ich möchte gerne externe Lautsprecher verwenden. Da sagt er auch schon, okay, über einen optischen Eingang oder beziehungsweise Ausgang oder über den HDMI ARC. Das bestätige ich einfach mit okay. Und kann dann auf den Fernseher zurückgehen und habe dann das Fernsehsignal auf meinem Verstärker laufen. Das ist ARC. Wie gesagt, beide Geräte müssen das unterstützen, sonst funktioniert das nicht. Da reicht es nicht, wenn nur ein Gerät das kann. Ich hoffe, wir konnten euch damit weiterhelfen. Ansonsten einfach nochmal in die Kommentare mit eurem Problem, so genau wie möglich. Und wir hoffen, euch dann weiterhelfen zu können im nächsten Video.